Hallo Leute, herzlich willkommen bei Silverfett Games & More. Ich bin der Flo, wir spielen Final Fantasy 9 und wie ihr seht, wir stehen kurz vor Garland und bin gespannt, ob wir jetzt gegen ihn kämpfen dürfen. Lasst mich überraschen, geht weiter. Garland, jetzt stelle ich dir eine Frage. Was ist dein Wunsch? Ich törichte Frage, mein einziger Wunsch ist die Wiederauferstehung Terras. Das ist keine Antwort, denn das ist der Wunsch Terras. Aber du hast dich nicht mit dem schlafen gelegt, sondern wartest hier alleine, dass die Zeit vergeht, weil ich die Existenz bin, deren Aufgabe ist es, die Dinge zu verwalten. Nur deswegen wurde ich erschaffen. In einer Welt, die über das Leben und den Tod erhaben ist, die Zeit abzuwarten, ist Sinn meines Lebens. Ich bin die absolute Existenz und ich verwalte die Seelen. Ha, endlich können wir dagegen kämpfen. Das wurde ja mal um mehr als Zeit. Sind wir jetzt wenigstens ein bisschen geheilt, oder? Nein, ohne Magiepunkte. Boah, das ist aber krass, ja. Lebenskraft? Das hat Sackgezogen eigentlich nicht gesehen. So, was schauen wir mal auf ihn mal. Stopp, Obsidian, das ist schlecht. Nein, das hilft gegen einen Verfehlen. Okay, alles klar. Okay, also eine bescheidene Eltern-Passe da. Ich kann ja nicht mit Heilzauber heilen, weil er hat ja Reflex, ne? Darf man nicht vergessen. Deswegen muss es so gehen. So, Lini, Spinnenstiefel, glaube ich. Stopp, jetzt habe ich eine Heilmittel genommen, ne? Ich bin ja auch drin. Egal. Ach, Donnerwurm. Ich wollte doch mal haben, die nicht haben. So, jetzt war da schon wieder Stopp. Auf Lili. Aber hat nicht geklappt. Hat geklappt. So.
gehen wolltest. Zieht nur 900 ab. Das war schlecht. Okay, dann werden wir bei Vollgang mit Lili und wir werden jetzt mal Lili und Alke jeweils in Airtag geben. Seh, wie schmeckt dir deine eigene Attacke, Mann? Ne, er hat ja nur ein einfaches Flair, wir haben ja mega Flair mit der Hand. Oh, oh, oh. So, da hast du es. Schluck das, Mann. Hässlicher Opa. 3-1, das ist okay, Mann. Dumm, dumm, dumm. Schnell fehlgeschlagen. So. Megafläche, was man so wieder. Das hat mir 400 abgezogen. Aber dafür hat es nie wie 1700 gegeben. Ne? Das war Spaß. So,
komm schon, ey, das ist normal. So, wie die ganz weiter zaubern. Jetzt machen wir mal Wasser. Gucken, was Sarah zieht. Vielleicht rostet er dann ja mit seinem Dämon. Steinfuchs. Was? 3280. Haha. Hat Wasser hat so ein Held, dass man irgendwie ist. Oh, da hast du es, Mann. Du dämlicher alter Wichser. Friss Staub, Mann. Gar nicht mal schlecht. Gib auf, Garlan. Was ist denn jetzt los? Ach. Was denn du noch? Ach, der fehlt ja auch noch. Mensch, den hab ich ganz vergessen. Oh, du sollst, da soll ich nicht lachen. Die Kraft, die die Seele Invincible kontrolliert und die Kraft, die viele Seelen, die in ihr gefangen sind. Was wäre, wenn damit versucht hättet, Garlan zu trotzen? Was wäre, wenn ich damit versucht hätte, Garlan zu trotzen? Da der werte Herr Garland ja noch immer von seinem geliebten Genomen besessen ist, auch die Invincible habe ich mir einfach genommen. Was nun, Herr Garland? Welch eine Schmach, von seinem eigenen Fleisch und Blut sozusagen betrogen worden zu sein. Kein Zufall, oh nein, das ist Schicksal. Dieser Planet hat mich als seinen neuen Herrscher auserkoren. Ich werde mich sogleich hinzugesellen, um das Finale einzuläuten. Ach, na dann machen Sie das mal, Herr Kuja. Aber da wäre ich vielleicht gerne vorher geheilt. Ne? Das wäre sehr nett, wenn ich jetzt gleich noch gegen ihn kämpfen müsste. Aber ich denke nicht. So sehr ich auch wollte, ich kann einfach nicht aufhören, euch zu lieben. Schließlich habt ihr für mich das Siegel derer aufgehoben und zudem noch Garlan aus dem Weg geräumt. Sidan, du bist wirklich ein äußerst gut erzogener und liebenswürdiger Genom. Fürwahr. Weshalb bist du gekommen, Kuja? Aber, Bruderherz, was ist denn das für eine abweisende und kalte Begrüßung? Sei still und nenn mich nicht nochmal deinen Bruder. Oh, wie angsteinflößend. Habt ihr seine Worte vernommen? Ich glaube, er will sich den heiligen Gesetzen Teras nicht unterwerfen. Was hast du vor, Kuja? Vorhaben? Aber wer wird denn gleich an was Böses denken? Wo ich mich doch extra bemüht habe, um Tera dieses Ungeziefer zu beseitigen. Komm, meine geliebten Narren, ihr werdet euch hier und heute zu den schlafenden Seelen Teras legen. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Oh, echt jetzt? Zwei Riesenkämpfe hintereinander? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Und wir sind nicht geheilt. Das stinkt quasi zum Himmel. Wait.
Schengen. Was soll denn die Streiche helfen? Karabinieri. Was auch? Lass mich eure wahre Kraft spielen. Mach mir doch. Der haut voll drauf, ey. Bam! Ja gar kein immer Regener noch nicht. Muss doch bald erledigt sein, der Typ, Komm, Bibi, mach dem Ganzen ein Ende, ja. Ja,
hat nur 45 abgezogen, weil geheilt, das war nicht so. Sehr schön. Dann könnte er endlich mal das letzte Stück klauen. Damit die hier nicht alleine angreifen. Ja, bitte dich. Zaubert aber auch nicht einmal auf Vivi, war als ob er wüsste, dass er Reflex hat, ne? Also. Hier kommt Ifrit. Oh, ich bin nicht besser. Diebstahl fehlschlagen. Das hast du schon wieder vorbei, ey, ne? Das ist auch blöd. Na, jetzt stirb doch endlich. Kruzifix hier. So. Jetzt kann ich schon wieder kein Feuer machen. Weil jetzt mit sie dann anders gibt es nur Kraft. Ist geschlagen, darauf habe ich schon. Ja. Jetzt darfst du machen. Das konnte ich nicht lesen. So, jetzt ist auch ein Trance verfallen quasi. Das ist meine allmächtige Kraft. Ultima! Aua! So, und damit haben wir den Kampf doch verloren. Ha, 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 ha. Aber das war so gewollt.
Ja, das ist sie. Das ist die Kraft und Macht, der ich so lange gesucht habe. Diese wütende Kraft der Seele, die ihren Tod nicht akzeptieren können und nun aus meinem Inneren nur so hervorsprühen. Was soll das heißen? Das ist die Trance. Sie dürfte euch doch noch allzu gut bekannt sein. Nun ist es keine simple Trance. Ihr könnt nicht gewinnen. Verglichen mit meiner ist eure Lebenskraft nicht mal so stark wie die einer Juckzirpe. Nachdem ich sah, welche Kraft selbst ein Mokri im Trance-Zustand erhält, begann ich zu überlegen. Es ist eigentlich ganz einfach. Man muss sich nur der Kraft der Seelen leihen, die noch nicht bereit zum Sterben sind. Und wo hole ich mir die Seelen her? Na, von der Invincible. Euch ist es doch wohl eher bekannt als das blutrote Auge am Himmel, das am Himmel schwebt. Damals raubte es aus Mandaisari und neuerdings aus dem Baum Liefer und aus Alexandria und Unzahl von Seelen, die es in sich einschloss. Als ich beim Baum Liefers die Kontrolle über Bahamut erlangen konnte, die Invincible noch eine mächtige Seele absorbieren. Und wisst ihr auch schon, welche das war? Doch nicht etwa richtig, die schwarze Seele deiner Mama, mein Kleines. Eine Seele, die von Leben geradezu besessen war. Die verfluchte Seele empfing mich voller Freude, als ich mich meinem Vorhaben wieder die Invincible bestieg, bevor sie für Ewigkeit von Garland eingesperrt bleiben. Ging für sie sicherlich geradezu ein Traum in Erfüllung, indem sie zu meiner Kraft wieder... Was? Und so wie es aussieht, werter Herr Garland, hast du deine Arbeit für mich getan. Nochmals schönen Dank. Im Namen aller Beteiligten. Von nun an werde ich sowohl Terra als auch Gaia beherrschen. Und sie mit meiner großzügigen Liebe beglücken. Du wirst an deiner neu erlangten Kraft keine Freude haben. Du bist aber ein schlechter Verlierer, Garland. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Er hat mich schick getreten. Hahaha. Welch schmachvoller Anblick, willst du zu guter Letzt noch irgendwas sagen? Es ist sinnlos, Kuya. So. Nun wieder zu euch. Als Dank für alles, was ihr für mich getan habt, werde ich euch schnell und schmerzlos töten. Oder soll ich euch doch mein Leben zeigen und nicht qualvoll umbringen? Meine Liebe zeigen und nicht qualvoll umbringen? Oh, mir ist da eine brillante Idee gekommen. Wie wär's, wenn ihr menschlichen Pfeiler meines von nun an ewigen Königreichs bildet? Ihr werdet 8 Pfeiler bilden, die mein Königreich stützen. Jeder wird zu seinem eigenen Pfeiler. Und ist das nicht eine fabelhafte Idee? Hört sich doch einer diesem Psychopath an. Du hast nicht die Zeit, ein ewiges Königreich zu gründen. Die Stimme? Etwa Garland? Gibt's immer noch etwas, das du sagen möchtest, alter Greis? Als Gefäß für die Seele warst du unnütz. Glaubst du, ich hätte so ein Gnom ewigen Leben geschenkt? Wie bitte? Was willst du damit sagen? Was war auszureichend deiner Seele auf dem Zeitpunkt abstimmt, an dem der mächtige, fähige Gnom sie dann zur Reife gelangen würde? Doch noch mehr Zeit zu gewähren wäre gefährlich gewesen. Nun komm endlich auf den Punkt. An Lebensdauer deiner Seele ist nur von begrenzter Zeit und deine ist bald abgelaufen. Auch die Vernichtung meiner wird dies nicht verhindern und du wirst zu Staub zerfallen, ohne dass die Nachwelt von dir erfahren wird. Hahaha, ich wusste doch, dass du ein schlechter Verlierer bist. Meine Seele erlischt. Ist das, was du andeuten willst? Hahaha, das ist nicht weiter als eine Lüge, um mir meinen Triumph zu verderben, nicht wahr? So sicher ist es nicht. Antworte, Garland. Du warst lediglich ein Todesgott auf Zeit. Das ist der wahre Sinn deiner Existenz. Das ist der wahre Sinn. Ich bin bereits unnütz. Hahaha. Welche Ironie des Schicksals. Jetzt, wo ich endlich die ersehnte, unermessliche Kraft in meinen Händen halte, soll die Seele erlischen? Sterben? Ich? Ich werde meine Seele verlieren. Meine Seele. Ha, 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 verhöhne mich. Sieh dann, ich, der über die Schwarzmagier lacht. Und jetzt stellt sich heraus, dass ich selbst nur eine Marionette bin.
Welch ein lustiges Trauerspiel. Ich, der die Seele Gaias zum Kollabieren brachte. Nur eine billige Marionette? Kuh, ja. Kuh, ja. Das ist völlig inakzeptabel. Eine Welt, die meine Existenz ignoriert. Eine Welt, der ich nicht bin. Ach, was macht er denn nun, Bruder? So Leute, aber an dieser Stelle mache ich erstmal Schluss. Ich sage danke fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da, einen Kommentar, ein Abo. Ich freue mich über alles und wir sehen uns, wenn es weitergeht bei Final Fantasy 9. Ich bin der Flo, ich bin raus.